Herzlich willkommen zu Let's Play Gabriel Knight, die Sünden der Väter. Ja, und herzlich willkommen zum ersten Teil von Gabriel Knight. Das ist eine Trilogie. Es geht um so einen Krimi-Plot mit alles mit mysteriösen Ritualen und Morden. Das ist alles so ein bisschen Sherlock Holmes-Krimi-mäßig aufgebaut. Man reist später auch etwas so wie bei Indiana Jones, wie wir das von Fate of Atlantis kennen. Und es ist wieder ein Sierra-Spiel. Ich mag ja diese Sierra-Spiele, obwohl ich auch die LucasArts mag, aber LucasArts war ja immer mehr so ein bisschen spaßig und lustig gemacht. Und bei den Sierra war halt das Tolle, dass die halt auch diese ernsten Adventures gemacht haben, halt diese Erwachsenen. Man hat das in dem Comic, den ich mit meinem gebrochenen Englisch in dem Take Here 4 gemacht habe, gesehen. Das ist sehr blutig alles und was, also Hammer-Story, und ihr hört es schon. Geiler Sound, also echt coole Soundkulisse immer wieder. Also das ist ein echt tolles Spiel, aber es wird einige Zeit vergehen, bis ich das durch habe, weil das ist schon ein ganz schöner Brocken gewesen. Ich habe das 93 gedattelt in der, geben wir hier auf Einleitung, damit wir die Mucke nicht haben. In der 93 habe ich das gedattelt auf Diskette, noch nicht mit der Sprachausgabe der Fassung. Diese Version habe ich auch noch hier auf Diskette, aber wir spielen jetzt die CD-ROM-Fassung. Die ist mit englischer Sprachausgabe und deutschen Untertitel. Da werde ich natürlich dann still sein. Hier seht ihr schon, irgendein Ritual verwandelt sich da in eine Art Puma oder was das auch war. Da ist nochmal das Amulett aus dem Comic. Flatsch, bisschen Blut, sehr düster. Eine Schlange. Seltene Bücher. Und ein erhangener Gabriel Knight. Und da erwache ich. Das ist der Hauptcharakter, den wir haben von Sierra. Gabriel Knight. Auch Gabriel Ritter genannt. Warum und weshalb später der Nachname umgeändert worden ist in der Familiengeschichte, wird noch geklärt. Ein bisschen Hinweise waren ja schon über den Herrn Ritter gewesen, der Schattenjäger gewesen ist in dem Comic. Jane Jensen natürlich schon eine Berühmtheit, was Story betrifft bei Point-and-Click-Adventures. Und ja, ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit dem Mystery-Thriller hier. Ich werde alle drei Teile durchspielen und habe da einiges vor mich. Besonders der erste Teil, der war echt groß. Das ist aufgebaut in 10 Kapitel, wobei jedes Kapitel ein Tag ist. Also 10 Tage geht's. Ich klicke das mal hier gerade vor. Genau, der erste Tag geht hier los. Da käme jetzt nur noch, wer was gemacht hat und so. Ah, da hätte jetzt gerade im Vorspann wäre noch gekommen, dass Tim Curry, Mark Hamill die Stimme spricht und Lea Remini, die von ist King of Queens. Zack, der Postbote wirft die Zeitung hin. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt gelesen, was da unten stand. Mhm. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? Lolita. Oh nein, bitte nicht. Na, winkt da schon ab. I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Sure. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah. Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. Mm-hmm. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up your karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. I can't wait to see what human rights you violate with this one. I can't wait to violate them.
For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps, like yours. And a riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Ja, das ist ein Raritätenladen, was Bücher betrifft. Und er gehört mir. Gabriel Knight, das ist der Hauptprotagonist hier. Und sie war auch die Stimme von Lea Remini jetzt gewesen. Aber da das ja von 93 ist und ich glaube die CD-ROM-Fassung 95 oder so, ist da natürlich einige Jahre vergangen. Also da war sie noch ganz jung, die Schauspielerin. Hier unten kann ich nichts machen. Hier oben kann ich mal kurz erklären. Es gibt Punkte, typisch für die Serverspiele, wenn man irgendwelche Punkte erhält. Diesen Kassettenrekorder, den ich gerade bekommen habe, da kann ich mir bestimmte Tapes nochmal anhören. Irgendwelche Sachen. Und jetzt kann man hier sich bewegen mit. Das heißt, damit geht er. Damit schaut er sich um, zeigt Sachen. Cute Gargo, eh? Ja, und diese Erzählerstimme ist so ätzend und langsam. Ich zeige euch das nochmal. The books on the table have been chosen for their special appeal. Recent fiction by the babies. In other words, not written by Gabe. Ja, das dauert mir alles viel zu lange bei der, die ist echt lahmarschig. Das werde ich vorlesen. Die Erzählerstimme mache ich aus. Erstens hört sie sich irgendwie so akzentfranzösisch an. Ich weiß auch nicht und das ist nicht mein Ding. Geschwindigkeit machen wir mal was höher. Genau, und dann... So, ja, da geht doch was flatter. So ist okay, oder? Und... Also ich kann mit Rechtsklick halt auch hier weiter durchklicken, durch die Sachen, oder man geht hier oben hin, wo dann auch ein Spielstopp passiert und entweder gehen, irgendwas anschauen, irgendwas erfragen, ja, das ist einfach jemanden ansprechen, so Smalltalk halten, was aber auch manchmal wichtig ist, oder Aufforderungen, und das ist halt Ausfragen, das braucht man eher. Damit kann man Gegenstände nehmen, damit benutzt man Gegenstände, damit öffnet man etwas, ob nun Türen oder Truhen oder was auch immer, und damit verschiebt man was. Also man hat diese 8 Funktionen. Ungewohnt ist, dass oben ist und nicht unten, wie bei den LucasArts halt. Jetzt hat man hier Inventory, hat da noch nichts bei sich. Punkte, ganz klar. Und hier Text lassen wir drin, Details natürlich höchste Stufe. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Als erstes schnappen wir uns die Zeitung. Das machen wir jeden Tag außerdem von den 10 Tagen am Anfang. Times Picayune vom 18. Juni 1993. Auf der Titelseite steht ein Artikel über die Voodoo-Morde. In dem Artikel steht, dass sämtliche Opfer als Mitglieder der Unterwelt identifiziert wurden. Die Öffentlichkeit von New Orleans ist nicht in Gefahr. Ja, es spielt in New Orleans hier. Die Polizei sagt, dass sogenannte Voodoo-Fallen, die an den Tatorten gefunden wurden, Fälschungen sind. Sie sind mehr eine Einschüchterungstaktik. Die Morde haben angeblich nichts mit wirklichen Anhängern des Voodoo zu tun. Gabriel liest ebenfalls das Horoskop für den Wassermann. Stürmische Zeiten liegen vor Ihnen. Gehen Sie behutsam vor und lassen Sie sich auf nichts Neues ein. Right. Ja, und das machen wir jeden Tag, die Zeitung lesen, was es Neues gibt. Dann schnappen wir uns mal hier diese Lupe. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. No problem. No problem. Ja, die Sprachausgabe ist super. I'm gonna take the tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a little scruffy. Just trying to make you feel at home. Ja, und noch eine Pinzette. Ab und zu kommt so ein leichtes Knacken. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Ich habe eine Rauschunterdrückung mit drin, aber das liegt nicht am Headset. Das ist irgendwie hier diese Tonaufnahme. Ja, und man kann sich hiermit natürlich alles gut angucken. Dann steht da immer was. Die Bücher auf dem Tisch liegen aus einem bestimmten Grund hier. Das sind Romane vom Bestseller-Autor. Anders ausgedrückt, Grable hat sie nicht
hat sie nicht geschrieben. Das ist wichtig, um halt zu entdecken, wo hier Sachen sind. Dramatisch, nicht wahr? Gabriel konnte sich 3 Wochen nichts zu essen leisten, als er den Mantel gekauft hat. Aber er hatte schon immer einen Faible für schwarzes Leder. Schöner schwarzer Mantel. Im obersten Regal befinden sich einige deutschsprachige Bücher, die einmal Gabriels Großvater gehört haben. Ein Kronleuchter, ja, den wollten wir nicht anklicken, sondern das. In den Regalen befinden sich antiquarische Bücher aus der Serie Geheimnisse ungeklärter UFO-Sichtungen aus alter Zeit. Das ist wieder die UFO-Sichtung. Alles UFO-Sichtung. Die St. Georgs Buchhandlung braucht dringend eine Renovierung, aber Gabriel will nichts verändern. Er ist der Meinung, dass jede Veränderung den Flair dieses Ortes zerstören würde. In dem Regal stehen Geschichtsbücher, Biografien von Königen und Königinnen. In dem Regal stehen Geschichtsbücher, bla bla bla, hatten wir. Im obersten Regal befinden sich Bücher über Tiere, einschließlich Schlangen und andere Reptilien. So, jetzt werden wir da mal genauer drauf gucken. Benutzen. Ah, nee, muss man rausnehmen. Alles klar. Sachen, die uninteressant für ihn sind, nimmt er jetzt auch nicht raus an dem Tag. Gabriel nimmt ein Band mit deutschen Gedichten. Sie haben schon immer eine unheimliche Anziehungskraft auf ihn ausgeübt. Drei Drachen kriechen in meinen Schlaf. Die Seele wollen sie lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, geschwellter Zunge, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kind of creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling the guy was one sick puppy. Ja, das war noch ganz wichtig eigentlich schon, diese Informationen kommen wir später zu. Gabriel zieht ein Buch über Schlangen aus dem Regal. Snakes are legless reptiles. Some snakes kill their prey with poison, some by constriction. A snake smells by tasting the air with its forked tongue. The smells are passed back to a sense organ in the mouth. Constrictor snakes, however, sense their prey by vibration. Hmm. Did you know that medieval legends about dragons and giant worms are actually based on snakes? You know, dragons, devils, sea monsters, well, they've always been associated with snakes. Grace, get alive. Gabriel hat all diese Bücher bereits im Badezimmer deponiert. Er will sie nicht noch einmal lesen. Die Geschichtsbücher in diesem Regal interessieren Gabriel im Augenblick nicht. Ja, nur im Augenblick. Na, also hier geht's nicht weiter. Dann klettern wir mal hier hoch. If you try to look down my shirt one more time, I'm leaving. Hell, just trying to refresh my memory. I know what you're trying to refresh, and it isn't your memory. Get down. Ja, da kommen wir jetzt erstmal nicht hoch. Machen wir mal hier diese Kasse auf. Ist ja schließlich unser Laden. Gabriel öffnet die Kasse und prüft die vorhandenen Einnahmen. Besser gesagt, die nicht vorhandenen Einnahmen. Ja, hier ist doch ein bisschen was drin. Also wirklich. Aber das schauen wir uns genauer an. Ein Geschenkgutschein vom letzten großen Werbereinfall. I trust you couldn't live without this old gift certificate. Knock yourself out. So, und jetzt quatschen mit ihm mal zu. Man kann natürlich hier noch andere Sachen sehen, wie diese Gemälde, die sie selber malt. Die können wir aber auch nicht mitnehmen oder so. Deswegen lasse ich das jetzt auch aus. Und wir werden sie jetzt erstmal ein bisschen Smalltalk. So, what's new, Grace? Your use of mathematics for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Tja, und direkt nochmal. Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still, my heart.
Ja, also wir sind ein kleiner Gigolo-Charmeur, man merkt das schon. Had any customers lately? No, but I'm sure you have. So, das reicht auf diese Art und jetzt quetschen wir so mal was genauer aus. Got a minute, Grace? What's up? Etwas über Voodoo. Also man sieht schon, das hier sind neuere oder wichtigere Sachen. Die sind nämlich in Rot. Und das ist so allgemein, wo wir schon mal was drüber wussten. So war das, glaube ich, irgendwie aufgeteilt. Das wurde noch gar nicht nachgehakt. Aber wir fangen erstmal oben an. Wie immer bei Point-and-Clicks, man fragt alles durch. Das ist einfach so, um weiterzukommen und Informationen zu kriegen. What can you tell me about Voodoo? I didn't know much of anything about it. Until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. Und auch ganz wichtig, die Sachen verschwinden nicht, die bleiben da. Und man muss manche Sachen mehrfach nachfragen, weil dann andere Antworten oder noch mehr Informationen drüber kommen könnten. Bis sich dann irgendwann die Frage immer wieder wiederholt und man weiß, okay, da gibt es momentan nichts mehr nachzuhaken. Do you know anything else about Voodoo? I've told you all I know. Sorry, I can't be more help. So, dann Voodoo-Morde. What do you know about the Voodoo murders? Just what I read in the paper, same as you. What do you know about the Voodoo murders? You won't get far questioning me about it, Sherlock. Ja, da geht auf jeden Fall nichts weiter. What can you tell me about New Orleans? Well, I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. What else can you tell me about New Orleans? You're the native. Don't ask me. Tell me about yourself, Grace. Yeah, right, Knight. I mean it. What do you want to know? Besser als sind wir noch nicht zusammen ausgegangen. How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know. How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books, and it's a nice way to pay the bills while explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. What do you do after work? Genau. Well, I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You know, you can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. How old are you? Old enough to know about men like you. Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Just tell me anything at all. I came to New Orleans because I'd read so much about it and I thought, you know, spending a few months here would clear my head. Just tell me anything at all. I've always wanted to do something really adventurous, you know? Something real life. I'm sick of libraries and lecture halls. Just tell me anything at all. My folks are traditional Japanese. I don't even remember Japan myself. I was 3 when I came to the States. Just tell me anything at all. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you. Also sie kann Kampfsport, das ist schon mal nicht schlecht. Just tell me anything at all. My folks want me to get married to a boy back east. Mark Kobayashi. His parents are traditional Japanese, too. I might eventually, but right now...
Just tell me anything at all. My folks are traditional Japanese. I don't even remember Japan myself. I was 3 when we came to the States. Gott, über mir springen wieder die Kinder rum. Ich hoffe, man hört das nicht auf der Aufnahme. Just tell me anything at all. My folks are traditional Japanese. I don't even remember Japan myself. I was 3 when we came to the States. So, dann war's das erstmal darüber. Do you have messages for me? Dana called. And Susie left a message about a lawsuit. Awesome. Okie dokie. There's more when you want them. Ja, weitere Nachrichten. Do you have more messages for me? My grandmother called. I keep meaning to get over there. What did she say? Did she sound good? She sounded great, and we had a nice little chat about you. Grace. Don't worry. I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. But she said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Ja, dann werden wir mal unsere Großmutter besuchen. Do you have more messages for me? Here's a strange one. You got a call from someone named Wolfgang Ritter. He said he was calling from Germany. He told me it was urgent, maybe you should give him a call. Call Germany, like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Do you have more messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What do you want? He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey. Oh, that's H-U-M-P-H-R-E-Y. Fascinating. And that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Gabriel, those photos wouldn't have anything to do with the voodoo murders, would they? Now, why would you say something like that? Because I know you. You're getting privileged information, aren't you? Did you tell him you'd put him in a new voodoo book? A writer has certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character is a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough. Thanks. Anyway, that's all the messages. Thank God. Ja, keine weiteren Nachrichten mehr. Irgendwelche Nachforschungen für mich fertig gemacht wegen der Voodoo-Morde. Could you do some research for me? Sure, what? Ah, nee, können wir noch gar keine geben und sie haben auch keine bekommen. I can't think of anything. Okay. Dann beenden wir das jetzt mal. Wir haben auf jeden Fall jetzt 2 Anhaltspunkte. Wir müssen, oder eher gesagt 4. Sie hat die 2 Gegenden, dieses Museum und irgendein anderen Land hat sie uns noch gesagt, wo wir hin können. Wegen der Voodoo-Morde, das hat sie so recherchiert. Und wir haben noch mitbekommen, dass unser Kollege, oder besser gesagt unser Kumpel Mosley, ein Detective, der hat ein paar Informationen uns und Fotos hinterlegt. Und wir sollen unsere Großmutter besuchen, weil wir da so lange nicht mehr waren. Ja, das ist unser Schlafgemach, direkt durch diesen Vorhang durch. Da pennen wir und schreiben irgendwas. Kann sich natürlich auch alles angucken. Die Schreibmaschine wird allmählich von Spinnenfäden verdeckt. Ja, aber interessant für uns sind 2 Sachen. Should I feel guilty? Nah. Ja, er ist auch ein bisschen faul. Da war wohl wieder eine wilde Nacht gewesen. In dem Medizinschränkchen befinden sich ein paar alte Rezepte, Toilettenartikel und zahlreiche Haarpflegeprodukte, einschließlich einem Glas Haargel. Ja, und dieses einschließliche Haargel, das nehmen wir doch direkt mal. Her damit. I'll take this hair gel. You never know when you'll need it. Oh, weggeklickt, Mist. In der Kommode liegen ein paar Unterhosen und 38 Paar nicht zueinander passende Socken. Auch nicht schlecht.
I might need a flashlight. Genau, die Taschenlampe nehmen wir mit. Und ihr seht ja auch immer diesen, bei den Symbolen, ich zeige das mal hier an der dunklen Stelle, dieser goldene Punkt, der da ist, da ist dann auch immer, wo man hingehen will oder was man machen will. Das war es auch schon, was wir hier erleben konnten. Wir können natürlich noch ein paar Sachen uns angucken. Jeans und T-Shirts. Ich glaube, wenn er was nimmt, kann es noch sein, dass da irgendein lustiger Spruch kommt. All my clothes look the same, so why change them? Ja, er sieht immer gleich aus, hat dieselbe Hose und dasselbe Oberteil an, nämlich so ein weißes T-Shirt. Kann nicht mitgeschleppt werden, ist zu schwer. Telefonieren können wir hier, das ist vielleicht noch interessant. Aber wir haben momentan ja auch keine Nummer, die wir wählen können. Und deswegen gehen wir einfach hier raus. Und zack, wieder durch den Vorhang durch. So, jetzt schauen wir mal gerade, was haben wir denn alles uns aufgenommen. Wir haben eine Pinzette, wir haben eine Lupe mitgenommen, wir haben Haargel bei uns, wir haben eine Taschenlampe und wir haben einen Gutschein. Jetzt kann man hier im Inventory, klar hier scrollen, wenn man mehrere Sachen bei hat. Wir haben ein Buch, das heißt aufklappen oder öffnen. Das Etikett auf dem Haargel erzählt von mysteriösen Wurzeln aus Hawaii und alten orientalischen Geheimnissen. Ja, also warum auch immer das bei dem Öffnen-Symbol kommt. Das ist fast so unglaubwürdig wie Gabriels Geschichten. Seltsam, seltsam, dass das dabei kommt. Ah nee, das ist Lesen. Das hier war Öffnen, nicht Trottel. Genau. Gabriel möchte das Glas erst öffnen, wenn er das Gel auch wirklich benutzen will. Das Zeug verursacht eine ziemliche Sauerei. Ob du es glaubst oder nicht, die Taschenlampe lässt sich nicht öffnen. Das ist eine Einwegtaschenlampe. Also wir brauchen keine Batterien dafür oder so. Und mit dem Symbol können wir natürlich die Sachen noch angucken. Gabriel hat die Taschenlampe als Werbegeschenk erhalten, als er eine Zeitung abonniert hat. Sie funktioniert jedenfalls jetzt noch. Das Glas enthält Fit und Flott Haargel. Die Pinzette aus dem Buchladen ist zwar alt, aber aus rostfreiem Stahl. Gabriel besitzt sie seit Ewigkeiten. Also wenn irgendwas Wichtiges ist, kann man die Gegenstände auch was in der Großaufnahme sehen. Das muss aber nicht passieren. Wie ihr seht, passiert das ja nicht. Aber hier könnte was kommen. Nee, aber bei Briefen oder so, die öffnen sich dann hier so auf. Der Geschenkgutschein über $20 der St. Georgs Buchhandlung sieht bedauerlicherweise neu und unbenutzt aus. Das Vergrößerungsglas ist sehr wertvoll. Es hat einen Griff mit Jade-Einlagen und ist ein Erbstoff von Gabriels Großvater. Na, dann gehen wir mal hier raus und nehmen uns aber jetzt noch einen Kaffee, bevor wir den Laden verlassen. Wir müssen ja gestärkt sein jetzt für draußen. Den Mantel können wir nicht einfach so jetzt mitnehmen, da sagt er, es ist zu warm, glaube ich. Ja, Kaffee. Mmm, good coffee. Es ist ein bisschen warm hier drin. Gabriel zieht den Mantel erst an, wenn er gehen will. Genau. Und dann gehen wir einfach jetzt mal hier raus. See you later. Hasta luego. Und fort ist er. Ja, wie schon gesagt, es spielt in New Orleans. Und wir sind im französischen Viertel. Das sieht schon hier. Polizeiwache, Napoleon House, Aussichtspunkt Jackson Square, Jackson Square. St. Louis Kathedrale, da George Buchhandlung, da sind wir gerade, St. George Buchhandlung, Voodoo Museum, da hatten wir Hinweis bekommen und Dixieland, die beiden hat uns als Hinweis, da sollten wir hin, von dem Mädel, Namen vergessen, Französenviertel, genau, da sind wir jetzt. Und wir können jetzt unsere Oma besuchen, das machen wir, Haus von Gabriels Großmutter. Da wollen wir hin. Yeah, fette Animation. Die kommt aber leider jetzt nicht wieder. Das ist jetzt einfach zum Show-Effekt. Nachher hören wir einfach nur das Geräusch. Ding dong. Granny, I'm back. Gabriel, I'm so glad you stopped by. Sorry it's been a while, Grandma. Not at all. Give us a kiss. Now come and sit down. Tell me how you're doing. Free hugs for everyone. Ja, wir haben 12 Pünktlein und werden jetzt hier mal einen Speicherstand anlegen, den wir nennen
Halt. Ach, laden. Wir laden doch nicht den Testo. Den Testo hatte ich gehabt, damit ich wie immer den Sound und so testen kann. Mein Testo, das kennt ihr bestimmt von anderen Let's Plays von mir. Ich nenne das ja immer Testo. So, und dann machen wir hier einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.